Seid ihr schon auf Wikisana? Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Heute dürfen Sie sich auf einen ganzheitlichen Blick zum Thema Verdauung freuen. Ich habe heute die diplomierte Ernährungsberaterin Sibylle Binder bei mir. Sie schaut aber nicht nur aus der wissenschaftlichen Sicht auf den Körper, sondern wirklich aus ganz vielen ganzheitlichen Aspekten, ob TCM, Ayurveda oder Makrobiotik oder was auch die Neurosensitivität für einen Einfluss hat auf unsere Verdauung, warum wir auch keine Angst mehr haben brauchen vor Nahrung, das erfahren wir heute. Bleiben Sie dran. Hallo liebe Sibylle, schön, dass du da bist. Hallo Corinna, danke herzlich für die Einladung. Ist sowieso natürlich dieses ganze Ernährungsthema, dafür brenne ich ja auch schon mein Leben lang. Und umso schöner, dass du wirklich den Menschen diesen ganzheitlichen Blick wiedergibst. Nicht dieses eingeschränkte, so bei Verdauungsprobleme lässt du jetzt die Laktose weg und dann das Gluten und dann die Fructose. Also dieses einseitige, sondern der Körper ist einfach noch so viel mehr. Oder der Mensch. Oder was auch noch dazu gehört. Und wie siehst du das Thema Verdauung gerade über die letzten Jahre? Du hast ja auch in der Gastroenterologie gearbeitet? Genau, ich habe in der Innermedizin gearbeitet, in meinem Klinikalltag. Und da waren Gastrointestinalpatienten mein Schwerpunkt. Ich habe viele Menschen gesehen, denen man mit Morbus Crohn Stücke vom Darm weggenommen hat, bei denen man einen Teil oder den ganzen Magen entfernt hat. Und darum kenne ich wirklich das Pathologische. Und das war ja für mich ein Motivator, warum ich damals schon gesagt habe, es kann doch nicht sein, dass wir den Menschen diese Stücke rausschneiden. Wir müssten doch eigentlich 20 Jahre vorher anfangen. Mhm. Das war der Motivator für mich, raus aus der Klinik, rein in die Prävention zu gehen. Was ich damals immer so extrem fand, wenn jetzt zum Beispiel Klienten gerade in Unternehmen mit Morbus Crohn in die Klinik kamen, dann haben die dann ein Joghurt und ein Weißbrot bekommen und dann hat man gesagt, an der Ernährung liegt's nicht und dann kommt der Rektalschaum und dann wird man heimgeschickt mit, wo ich denke, also das war schon echt, wie kann man sowas kommunizieren und umsetzen? Weißt du, eigentlich sind wir da im Klinischen, und das tut mir leid, das sagen zu müssen, nicht viel weiter. Es hat sich total gespalten. Wir haben heute Gastroenterologen, die ganz klar sagen, die Entzündungen im Darm, die essen wir uns auch an. Aber es gibt Gastroenterologen und Spezialkliniken, die sagen, es gibt eigentlich keinen Zusammenhang zwischen dem, was sie essen und der Entzündung. Sie haben die Entzündung sowieso. Natürlich, ein Morbus Crohn und eine Colitis ulcerosa, die kommen nicht rein vom Essen, sondern wir haben vorher ja auch kurz darüber gesprochen, es sind immer traumatische Erfahrungen, die lange zurückliegen. Es ist immer ein Trauma, das auch da ist. Aber die Nahrung, die kann eben das Entzündliche fördern. Und wenn wir hören, dass jemand mit einem Morbus Crohn dann zu hören kriegt, sie können essen, was sie wollen, Hauptsache sie haben genügend Energie. Und die Person isst eben genau das Entzündungsfördernde sehr gerne. Ja, dann ist es eine Tatsache, dass ich auch zusammen mit dem Immunsuppressiva nie wirklich Ruhe kriege im Darm. Ich glaube, die Herausforderung gerade auch bei Reizdarm oder generell bei diesen Themen, dass gerade die Dinge, die eigentlich gesund wären, die eigentlich heilend wirken, im ersten Moment halt extreme Durchfälle verursachen. Ich weiß gerade bei so einem Reizdarmpatient, wenn der jetzt mit einer Kohlsuppe ankommt oder mit Gemüse generell oder Rohkost zum Beispiel. Mit dem Fermentierten, oder? Die machen dann plötzlich Reaktionen auf das Fermentierte. Ja, was passiert da, ja? Wo man sagt, könnte ja auch eine erste Ausleitung. genau. Aber genau, da musst du ganz lange vorher anfangen. Grundsätzlich hat ja jede Person mit Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa lange vorher Blähungen. Mhm. Und
Und dann vielleicht irgendwann die Diagnose Reizdarm. Oder es geht gerade nicht mehr um das Thema Diagnose Reizdarm, sondern es ist dann schon eine Entzündung. Aber die Menschen haben häufig Blähungen. Und eine unserer Studierenden hat vor vielen Jahren eine Diplomarbeit gemacht zu diesem Thema. Und hat Befragungen gemacht und hat Leute befragt, ob sie das Thema Blähungen kennen und wie sie damit umgehen. Und es ist ja spannend, dass fast alle oder viele Leute heute Blähungen kennen und man spricht heute auch darüber. Ich habe früher gesagt, dass man zu Beginn meiner Ausbildung hatte ich keine Personen in der Ernährungsberatung wegen Blähungen. Mhm. Heute haben wir sie mit diesem Phänomen. Aber es gab sie schon immer. Dieses Thema Gasbauch gab es schon auch. Aber es gab keine Sensibilität dafür. Also grundsätzlich fängt alles mit Gas im Bauch an. Gas heißt Bakterienverschiebung, Verschiebungen des Mikrobioms. Darüber wird heute viel geforscht. Und bei Verschiebungen des Mikrobioms haben wir es mit einem Ungleichgewicht zu tun. Und dann reagiere ich eben auch bei einer Verschiebung von Bakterien auf Sachen, die mir eigentlich gut tun würden. Eben, was du gesagt hast, ich reagiere dann auf Sauerkraut oder ich reagiere auf Topinambur oder Schwarzwurzeln mit Blähungen und habe das Gefühl, oh, das tut mir nicht gut. Ja, das ist aber schon ein Hinweis, dass ich schon eine Verschiebung habe. Mhm. Hin zu Toxischem. Und mit Toxisch meine ich nicht total gefährlich, aber mit Toxisch, es tut mir nicht gut. Und wenn ich beim Thema Reizdarm ansetze, und beim Thema Verdauung, dann ist es ja heute beim Reizdarm so, dass wir jetzt das Thema SIBO hören. Ich habe also eine Verschiebung nicht nur der Bakterien im Dickdarm, nein, ich habe schon eine Verschiebung der Bakterien im Dünndarm, von Bakterien, die da nicht hingehören. Ja, es ist eine Verschiebung der Bakterien. Und dann reagiere ich plötzlich auf Nahrungsmittel, die mir eigentlich gut tun, mit Toxischem. Und darum müssen wir ganz lange vorher schon anfangen. Mhm. Ich muss lernen, dass Verdauung immer Teil von der Persönlichkeit ist. Rudolf Steiner hat diese Äußerung mal gemacht. Verdauung ist Teil der Persönlichkeit. Also wenn ich auf Nahrungsmittel mit Unverträglichkeiten reagiere oder mit einer allergischen Reaktion komme, dann bin ich in einem Ungleichgewicht mit mir selber. Und dann müsste ich eigentlich da anfangen mit meinem Nervensystem. Alle Reizdarmpatienten, alle Histaminpatienten, alle Fructoseintoleranzpatienten haben eine nervliche Überreizung. Sind in einem Stressstoffwechsel, atmen nicht richtig, ernähren sich nicht ungünstig. Sehr komplex. Und müssten einfach eigentlich da ansetzen. Wir müssten zuerst ansetzen, wie atme ich? Weil ich brauche eine ruhige Atmung. Ich brauche genügend Verdauungsenzyme, oder? Ich brauche eine gute Magensäure, damit ich Nahrungsmittel richtig verdauen kann. Und wenn ich also jemanden habe mit einer Laktoseintoleranz, ja, der Milchzucker wird nicht gut verdaut, ja, es ist richtig, wir lassen die Laktose im Moment beiseite. Aber wir nehmen nicht einfach laktosefreie Produkte und gehen so weiter durchs Leben, sondern ich sollte eigentlich lernen, dass die Laktose wieder verdaut werden kann. Ich müsste Bitterstoffe nehmen, salzige Nahrung nehmen, warmes Essen nehmen, wie ich es auch in einem meiner Vorträge über die Verdauung und über den Alchemisten Menschen auch aufgezeigt habe. Es geht darum, dass ich mehr Wärme habe, mehr starke Verdauungssäfte habe, dann kann ich auch die Laktose wieder verdauen.
Wenn ich eine Fructose-Intoleranz habe, ja, dann nehmen wir die Früchte im Moment raus. Aber wir regulieren auch das Mikrobiom. Mhm. Wir regulieren das Nervensystem. Und dann sollte ich mit Früchten wieder etwas umgehen können. Aber natürlich nicht ein Kilo Mandarinen und ein Kilo Trauben an einem Tag, sondern ich esse dann Früchte, aber nicht mehr schwerpunktmäßig. Und ich reduziere die Rohkost und esse auch wieder mehr Gekochtes und nehme Bitterstoffe ein und dann kann ich mit der Fructose vielleicht auch wieder umgehen. Stellvertretend steht das ja, wie du schon sagst, eine Symbolik, ja, gerade ja. Auch beim Gluten, da sagt man ja auch, das ist so die Verbindung oder bei Verstopfung Dinge nicht loslassen können. Wenn man Menschen mit Verstopfung fragt, wie gut ihr Kleiderschrank aussortiert ist mit Kleidern von vor 20 Jahren, da ist alles noch da, ja, weil man einfach auch Schwierigkeiten generell hat im Loslassen. Also man sieht ja auch immer überall, wie doch alles miteinander verknüpft ist. Genau. Beim Reizdarm, und ich sage immer, denn eigentlich haben wir Menschen dort Schmerzen, wo wir nicht präsent sind. Mhm. Schmerzen bringen uns ja in Kontakt mit einem Teil, mit dem wir im Moment nicht in Kontakt sind. Und wir werden alle über das Reizdarmthema und die Unverträglichkeiten mit dem Bauchhirn in Verbindung gebracht. Also mit. Da steckt ja so die Intuition. Ganz genau. Genau. Wir bringen oder wir werden dorthin motiviert, dass wir uns viel mehr mit unserem sanften Teil, mit unserem nicht bewussten Teil des Nervensystems auseinandersetzen, mit unserer Intuition, mit unserem Bauchhirn. Und darum haben wir dort Schmerzen. Und nun reagieren wir mit Schmerzen durch die falschen Bakterien. Und jetzt zeigen uns diese Schmerzen und diese Entzündungen im Darm, dass wir auf Gluten reagieren oder auf Histamin reagieren. Und dann sage ich immer wieder, die Nahrungsmittel sind nicht die Ursache. Die Nahrungsmittel, auf die wir unverträglich reagieren, sind ein Symptom für unsere heutige Zeit. Für eine heutige Zeit von Menschen, die nicht mit sich in Kontakt sind, sondern ganz stark im Kopf sind, im Stressstoffwechsel laufen, im Überlebensmodus laufen, damit sie alles richtig machen. Aber wir sind nicht in Kontakt mit unserem Bauch, mit unserem Intuition, mit unserer Intuition. Und darum müssen wir dann eigentlich anfangen zu atmen. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, es gibt SIBO-Meditationen. Es gibt heute für dieses SIBO, für dieses Ungleichgewicht der Bakterien im Dünndarm gibt es inzwischen eben wirklich das Bewusstsein, dass wir über Meditation, über Atemübungen in Kontakt mit uns gehen. Mhm. Und natürlich stellen wir dann die Ernährung auch um. Aber wir müssen die Angst verlieren vor der Nahrung. Ich blicke auf 30 Jahre Erfahrung zurück und sehe, dass die Angst vor Nahrungsmitteln immer mehr zunimmt. Es sind nicht die Nahrungsmittel. Es sind Pestizide, es ist das Glyphosat, es sind nährstoffarme Böden. Aber es ist nicht das Nahrungsmittel, das das Grundproblem ist. Es ist häufig ein Umgang mit mir selber. Und wenn ich am Schluss fast nichts mehr essen kann und Angst habe, weil alles mir nicht gut tut, dann geht es darum, dass ich so im Stress bin und ich mit mir selber auch einen Konflikt habe. Dann lohnt es sich zu überprüfen, okay, wie esse ich? Nehme ich Essen noch als Genuss? Wie regelmäßig bereite ich mir gutes Essen zu, warme Nahrungsmittel zu? Wie entspannt esse ich? Wie viel kaue ich? Genau, wie viel kaue ich? Und genieße ich denn das Essen noch, auch mit anderen Menschen zusammen? Oder ist Essen inzwischen wirklich ein Stress? Also es geht hier wirklich darum, dass
das Essen und die Nahrung als Ganzes zu betrachten bei allen Verdauungskrankheiten. Was auch immer wieder ich erkenne, wenn ich bewusst die Nahrung dankbar dafür bin, und dann hat es einfach auch schon eine andere Schwingung. Genau. Also wirklich so dieses, man kann ja dann auch die Intention setzen. Es ist ja dann auch Wasser im Grunde. Wasser ist Informationsträger, ob ich jetzt das Wort Liebe unter meinem Glas habe oder wirklich diese Dankbarkeit und das, was ich mir auch wünsche oder worum ich die Nahrung bitte, was es in mir reguliert. Das sind ja alles, das sind wir ja wirklich in dieser Informationsebene, wo eben vielleicht die 97% steuern von unseren Zellen, wo wir nicht wissen, was die machen. Mhm. Ja. Mhm. Und das finde ich auch immer so faszinierend, zu erkennen, dass wir darüber auch schon so viel machen können. Genau. Eben darum, dieser unkomplizierte Umgang mit Nahrung. Wir sollten das wieder mehr üben, dass wir weniger Angst haben vor dem Essen, dankbar sind, dass wir zu essen haben. Und dann eben auch Nahrungsmittel bevorzugen, die natürlich aber eine gute Qualität haben. Und wenn ich mit einer Dankbarkeit ans Essen rangehe, das ist richtig, dann vertrage ich eine Mahlzeit schon besser. Und eben, ich hatte letztens wieder einen solchen Patienten. Er ist eigentlich tief traumatisiert. Es ist ein Kriegsveteran aus einem anderen Land. Und inzwischen isst er fast nichts mehr. Weil er sagt, wenn ich nur schon daran denke, habe ich Angst vor dem Essen, weil alle Nahrung macht mir Schmerzen. Mhm. Ja, aber das Problem ist, er geht durch dieses Schmerzthema und diese Nahrungsmittel heran und er denkt sich schon, wenn er das Nahrungsmittel isst, dass es ihm nicht gut tut. Dann habe ich schon eine Spannung, ich habe schon eine Störung der Verdauungsfermentproduktion, ich habe schon eine Blockade der Magen, Dehnbarkeit und Beweglichkeit. Und das macht mir nachher die Symptome. Nahrung ist so hochkomplex und ich plädiere ganz fest, weil ich ja sehe, was in den letzten 30 Jahren passiert ist, dass wir nicht Angst vor der Nahrung haben, sondern uns Gedanken machen, wie wir im Moment in einem Stress- und Spannungszustand durch das Leben gehen. Und gleichzeitig schon auch, dass wir natürlich die Nahrung überprüfen, die wir zu uns nehmen. Das schon auch. Aber keine Hysterie daraus zu machen. Mhm. Ich glaube, vielen fehlt auch heutzutage eine gute Methode, um wirklich das Trauma aufzulösen. Also ich höre dann auch immer von Menschen, die sagen, oh, ich war jetzt 10 Jahre hier in Therapie, da wird hier Gespräche und weißt du, was ich meine? Also man kommt nicht so wirklich in diesen Heilungs-, Ablösungs-, Loslassprozess. Und da, ich glaube, dieser Bereich, der fehlt da einfach für einen Mainstream oder in der Schulmedizin sowieso komplett. Ich glaube, wir sind in einer ganz verrückten Zeit. Ich glaube, wir sind in einer Zeit von zunehmen von Bewusstsein, vom Wunsch, mehr dahin zu kommen. Und darum passiert gerade sehr, sehr viel. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns herumschauen, wenn es darum geht, dieses Traumas aufzulösen. Es ist richtig, ich glaube, wir sind viel, viel mehr von Traumas begleitet, als wir glauben. Es ist aber, glaube ich, doch auch einfacher, als wir meinen, weil das aufzulösen. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass der Mensch in sich, in dieses Vertrauen geht, auflösen zu wollen, dass es sich auflöst und dann kann es sich auflösen. Und es gibt wirklich komplexe Patienten, Krankheitsbilder oder Patienten mit Krankheitsbildern,
wenn sie mir anfangen, immer wieder von Vergangenem zu erzählen, da bin ich manchmal ziemlich hart und sage, ich möchte gar nicht mehr dahin zurück. Mhm. Bitte gehen Sie doch davon aus, dass Sie gesund werden wollen. Mhm. Dann brauchen Sie mir nicht noch einmal zu erzählen, was da alles passiert ist, weil wir wissen aus der Neurowissenschaft, dass es dann immer wieder verstärkt wird. Das sind diese Retraumatisierungen. Und wenn mir eine Histamin-Patientin, eine Reizdarmpatientin oder ein Reizdarmpatient von vergangenem Unschönem erzählt, dann brauche ich das nur kurz zu wissen. Ich brauche es eigentlich gar nicht zu wissen, weil ich möchte ja das Mikrobiom verändern, die Spannung aus dem Nervensystem holen. Und darum, und vorwärts zu bewegen in den Zustand, wo es sich dann im Gesunden bewegt. Mhm. Und natürlich, das macht eine antientzündliche Ernährung, eine liebevoll sich zubereitete Nahrung, bringt dahin. Und wenn ich dann noch begleitet werde von jemandem, der mir hilft mit Atem, mit Hypnose oder mit spagyrischen Essenzen, mit Aromatherapie, das Ungünstige aufzulösen, dann ist es wunderbar. Mhm. Und ich glaube, es gibt heute schon doch genügend Leute auf dem Markt, die da Unterstützung bieten können. Aber im Moment ist es schon so. Ich meine, die Mainstream ist noch nicht ganz da und in der Schulmedizin haben wir zu einem Teil, auch in der Gastroenterologie, noch wenig Wachheit und auch wenig Sensibilität für diese Zusammenhänge. Wir haben ja gesagt, wir machen auch noch ein Interview über Wildkräuter, aber jetzt fällt mir gerade auch ein, wenn man ja wirklich in der Natur durch den Wald geht und man mal wirklich merkt, auch welches Kraut sticht mir permanent ins Auge, ja, wo wirklich diese Resonanz so stark ist. Und man macht sich dann wirklich mal die Mühe, ein Buch aufzuschlagen, für was steht dieses Kraut, was sind die emotionalen Themen dahinter, was wird gelöst, wenn ich es eben integriere in mein System. Da haben wir ja eigentlich mit der Natur das Geschenk der Selbsttherapie schon mitbekommen. Genau, aber dann brauchst du natürlich, das ist wieder das, du kannst nicht in Resonanz gehen mit dem Gesunden, wenn du noch in der Angst bist und in der Resonanz mit dem Destruktiven bist. Und das ist ja das Spannende an entzündlichen Darmerkrankungen, dass ich immer, und auch an Autoimmunerkrankungen, dass ich ja bei Patienten immer wieder sehe, dass es die Situation geben kann, dass ich in Resonanz gehe mit dem für mich ungünstigen. Mhm. Aber ich bin fast abhängig davon. Ich liebe diese Nahrungsmittel, die mir eben im Moment nicht bekommen. Und ich komme da fast nicht los. Du gehst nicht in Resonanz mit dem Gesunden. Das müssen wir manchmal zuerst wiederholen, ganz langsam hervorholen. Das ist ja eben das Verrückte, dass es sein kann, dass ich als Reizdarmpatientin oder als Morbus Crohn-Patientin oder Patient in Resonanz gehe mit Entzündungsförderndem. Und dann braucht es dieses Liebevolle von mir als Fachperson, die Menschen dahin zu begleiten, dass sich das auflösen kann. Und eben wirklich das Gesunde ins System kommt. Und dann, das ist richtig, ich meine, weißt du, wäre ich als Junge, ich hatte ja selber diese Problematik auch mit einem Reizdarm als ganz junge Ernährungsberaterin. Ich habe so viel versucht und es hat nicht funktioniert. Ich bin damals nicht in Resonanz gegangen mit Wildkräutern. Mhm. Das muss zuerst wieder kommen. Und wenn du begleitet wirst von einer Fachperson dahin, dann kommst du schon an diesen Ort. Aber da dürfen wir die Leute auch nicht überfordern. Es braucht viel liebevolle Begleitung, gerade bei Verdauungskrankheiten. Das ist so ein hochkomplexes, großes Thema. Es braucht die Ernährung, es braucht die Bakterien, es braucht die Gewürze, die Kräuter und es braucht viel liebevolle Begleitung, den Personen aufzuzeigen, dass nicht die Nahrung das Grundproblem ist, sondern der Umgang mit sich selbst, der Umgang mit Stress, gerade in der heutigen Zeit. Mhm. Und dann vielleicht auch die Motivation, dass es dieses Thema chronisch in dem Zusammenhang vielleicht auch gar nicht so gibt, wie es immer kommuniziert wird. Weil viele gehen ja wirklich mit der Diagnose nach Hause und sind völlig frustriert und denken, ich werde nie wieder
eine gesunde Verdauung haben. Ja, das tut mir etwas leid, dass in der Gastroenterologie heute in einem Teil der Spezialkliniken tatsächlich so ist, du bekommst die Diagnose Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa und du hörst gekriegt, wir haben Medikamente dazu, sie können nichts tun. Mhm. Sie können nicht selbst etwas dazu machen. Und das erschreckt mich etwas, dass wir auch da wieder nicht zuerst sagen, hören Sie mal, versuchen Sie selber zuerst etwas zu tun. Versuchen Sie, Ihre Ernährung zu stellen. Versuchen Sie, Ihre Umfeldsituation, Ihre Lebensgestaltung mal zu überprüfen. Und wenn das nicht funktioniert, haben wir noch Medikamente. Das wäre eigentlich, finde ich, ein geeigneter Weg. Sondern du brauchst dich als betroffene Patientin, Patient selber nun durchzusetzen. Und das ist das Schwierige, weil wir eigentlich in vielen Fällen heute, vor allem bei Start der Diagnose von Reizdarm, Crohn oder Colitis, unglaublich viele Möglichkeiten hätten. Mhm. Aber gut, das ist dann das Thema Selbstermächtigung. Genau. Das haben ja unsere Zuschauer drauf. Deswegen mache ich mir da keine Sorgen. Und umso schöner, dass du da bist, auch um sie zu begleiten in diesem ganzheitlichen Weg. Und ja, freue mich immer wieder, wenn du kommst. Und bis hoffentlich bald. Danke vielmals, Corinna. Ja. Danke. Liebe Zuschauer, ja, ein immer wieder sehr herausforderndes Thema, diese Verdauungsthematik. Aber ich hoffe immer wieder, dass wir durch unsere wundervollen Gäste Hilfsmittel, Begleitung an ihre Seite bringen, die sie für sie nutzen können. Und bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.